Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Wall Street aus dem Studio der New York Stock Exchange. Mein Name ist Manuel Koch und bei mir zu Gast Sandra Navidi, Chefin von Beyond Global. Herzlich willkommen, Frau Navidi. Danke, Herr Koch. Wir wollen heute über Apple reden. Wie konnte Steve Jobs das Unternehmen zu so einem Welterfolg führen? Frau Navidi, was war Steve Jobs eigentlich für ein Mensch? Er war ein absoluter Ausnahmemensch, ein Innovator, ein kreativer Kopf, ein Genie. Aber nicht nur hat er gute Konzeptionen erstellt, viele Menschen haben viele gute Ideen, sondern er hat sie auch umgesetzt. Er hat dafür gesorgt, dass sie verwirklicht wurden, diese Ideen, und hat ein riesiges Weltunternehmen aufgebaut. Und das ist nochmal eine ganz andere Errungenschaft zusätzlich. Wie war denn so ein Erfolg überhaupt möglich? Ist das ein amerikanischer Traum, der da wahr geworden ist? Ja, Steve Jobs hat den amerikanischen Traum verwirklicht und deswegen wird er hier auch so verehrt geradezu. Denn Amerikaner haben weniger die Eigenschaft, dass sie neidisch sind auf den Erfolg von anderen, sondern sie erkennen das an, sie gönnen das und sie bewundern das auch. Und das ist der Fall gewesen bei Steve Jobs. Und es bringt auch so ein bisschen zum Ausdruck die Umgebung, die kreative Umgebung, die hier gegeben wird, also für Unternehmer. Amerika bringt ja hat ganz viele Innovationen hervorgebracht, halt immer noch mit die meisten Patente in der Welt, im Gegensatz zum Beispiel zu China, wo kaum Innovationen herkommen. Das Problem für Amerika ist, diese Innovationen auch in Arbeitsplätze umzusetzen, die meistens dann doch noch ins Ausland zurückfallen. Wie hat Steve Jobs denn die Welt verändert? Er hat viele bahnbrechende Erfindungen gemacht, hat die Maus erfunden, die interaktive Oberfläche, das mobile Internet. Er hat eine Plattform geschaffen, sozusagen ein Multiplikator, denn iPad und die ganzen anderen Dinge, das sind Plattformen, um Informationen auszutauschen und zu vervielfältigen. Und so sind die vielen Menschen auf der Welt zugänglich geworden. Wie wertvoll ist denn die Marke Apple? Wird sich Ihrer Meinung nach die Aktie auch halten können? Ist eine der wertvollsten Marken der Welt, mit der man ja grundsätzlich äußerst positive Assoziationen hat. Sie spricht eine sehr gute, wichtige Konsumentengruppe an, nämlich junge Menschen, die überall auf der Welt, also demografisch gesehen, sehr wichtig sind. Ja, Steve Jobs hat die Marke hervorragend aufgesetzt und die wird wahrscheinlich vorerst sich gut halten. Meinen Sie auch, dass es so weitergehen wird, dass Tim Cook, der neue Chef, den richtigen Weg finden wird? Apple ist so attraktiv, dass wahrscheinlich weiterhin die Firma in der Lage sein wird, gutes Talent anzuziehen von der ganzen Welt. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Man sollte keine grundsätzlichen Fehler machen. Man muss jetzt aus dem Schatten auch irgendwie etwas herausspringen von Steve Jobs. Man kann ja seine Parameter, sein Erbe, seine Art zu denken weiter kultivieren. Aber den Fehler hat zum Beispiel Disney gemacht. Nachdem Walt Disney verstorben ist, hat man immer zurückgeschaut und hat gedacht, wie hätte Walt Disney das geregelt? Und dann ist die Firma eigentlich 20 Jahre nicht so richtig vom Fleck gekommen, bevor Eisner nicht gekommen ist. Der hat das Ganze dann nochmal aufgezogen. Also von daher, man muss weiter innovativ denken. Die Zeit ist sehr schnelllebig. Wir haben gesehen bei BlackBerry, das war gestern Yesterday's Hit und heute nicht mehr so aktuell. Es hinkt das Beispiel. Apple ist viel breiter aufgestellt. Aber der Punkt ist, die Entwicklung geht sehr, sehr schnell überall auf der Welt. Die Konkurrenz schläft nicht. Da muss Apple weiter arbeiten. Aber ich denke, sie haben sehr gute Voraussetzungen. Man sagt ja, Apple, das Unternehmen, war mit Steve Jobs so eng verbunden wie kein anderes Unternehmen der Welt mit seinem Chef. Ist das wirklich so gewesen? Hatte der so viel Einfluss? Ja, Steve Jobs hatte, man muss ihm natürlich zugutehalten, er soll nicht ganz einfach gewesen sein als Chef, aber viele der Ausnahmemenschen, die so intelligent sind und solche extremen, außergewöhnlichen Fähigkeiten haben, sind auch persönlich meistens nicht durchschnittlich, sind keine mittelmäßigen Menschen. Und ich vermute, er hatte sehr hohe Anforderungen an seine Mitarbeiter, er hat von ihnen nichts verlangt, was er nicht selbst gemacht hätte. Und ja, er hat einen sehr guten Instinkt bewiesen. Er hat zum Beispiel auch sich nicht mit Fokusgruppen groß auseinandergesetzt, um seine Ideen zu testen, sondern er hat gesagt, ich fühle, da geht der Trend hin und so machen wir das. Und das kommt natürlich selten vor, und dass er sich das auch als Chef erlauben konnte und nicht eine Bürokratie dort bekämpfen musste und dann nachher auch eine Gefolgschaft hatte, Anerkennung, die er sich aber hart erarbeitet hat, denn er ist ja auch mal gefeuert worden, er hat auch mal 10 Jahre, die nicht gut gelaufen sind. Übrigens auch ein Vorteil von Amerika, man darf hier ruhig fallen, das ist nichts Schlimmes, man muss nur wieder aufstehen, und wenn man das tut, dann wird einem das hier auch anerkannt. Dieses Besondere war ja auch das Design, das war ja etwas wirklich Neues. Ist das so der Kernpunkt der Marke, das Anderssein?
Es ist benutzerfreundlich, es ist sehr intuitiv, das kann wirklich jeder. Meine Eltern, die nicht zu den Ersten gehörten, die einen Computer hatten, die hatten als erstes einen Apple und die konnten den bedienen. Das ist ja nicht selbstverständlich bei technischen Geräten. Und von daher, und ich denke, der Punkt ist einfach, man muss in Tune sein mit der Entwicklung, also mit der Stimmung und mit Trends, die kommen, immer ein bisschen voraus. Und das hat er eben genau hinbekommen. Ja. Sandra Navidi war das. Vielen Dank, Chefin von Behind Global. Und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Inside Wall Street.